Not macht erfinderisch, auch wenn das womöglich auf Kosten der Gesundheit geht. Im Gazastreifen wird aus Plastikmüll Diesel gekocht. Vor allem Fischer reißen sich um den Treibstoff. Er kostet etwa die Hälfte des manchmal knappen Diesels aus Israel. Risiken werden durch die Gaza-Realität relativiert. Armut, fast 50% Arbeitslose im Gazastreifen und regelmäßige Ausbrüche militärischer Gewalt. Anfang August starben dabei in nur 3 Tagen mindestens 49 Palästinenser. Der Eigentümer der Anlage in Jibalia im Norden des Gazastreifens. Wir stecken Plastikmüll in den Tank und kochen ihn bei einer Temperatur zwischen 200 und 250 Grad, bis wir einen Dampf kriegen, der dann zu einer flüssigen Substanz abkühlt. So läuft der Prozess der Gewinnung von Dieselkraftstoff. Aus 1,5 Tonnen Müll mache man so 1000 Liter Diesel. Obwohl nur wenige Arbeiter Schutzmasken tragen, sei in den vergangenen 4 Jahren niemand zu Schaden gekommen. Nachahmung nur bedingt empfehlenswert. Beim Produktionsprozess entstehen Dioxine, Quecksilber und giftige Gase. Beim Nationalen Institut für Umwelt und Entwicklung in Gaza befürchtet man eine Umweltkatastrophe durch diese unregulierte Industrie.